und richtig gut gefällt. Ich habe schon vorher gedrückt. Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Wieder Online-Season. Dustin ist als Kommentator dabei. Guten Tag. Und, mal sagen, neue Liga, neues Glück. So die letzte Runde, okay? So die letzte Runde. Nein. Ja, das... Warte mal, die Folge ist... Die kommt... Die kommt erst noch raus. Nicht spoilern. Ups. Okay, wir spielen jetzt... Oh, wir spielen jetzt erstmal gegen... Wahrscheinlich voll den Kaktus. Hoffentlich ist der scheiße. Sieht irgendwie fett aus. Hoffentlich ist der scheiße. Oh, der hat schnelle. Der ist verkackt schnell. Man spielt Snoop Dogg Fußball. Snoop Dogg in der... Das ist das erste Spiel dieser Saison und sie werden natürlich so, keinen Fehlstart hinlegen wollen. Boah, wie ich den ausgetrickst hab, Junge. Oh, du spielst gar nicht mit, mein Freund. Das ist online. Oh, wie ich die verarscht. Was, Guillermo Santos. Nein. Das war Risiko angehört. Das ist überhaupt nicht schnell. Meine? Das sind überhaupt nicht schnell. Meine, ne? Die sind langsam. Also schneller, auf jeden Fall langsam wie meins. Anderson. Ja, jetzt kannst du besser lassen. Boah, nicht immer reingerutscht bin. Und, nach oben. Nice. Pedro. Danke. Schade. Alter, den ganzen Spiel aber auch schön schnell. Nicht schön schnell. Alter, guck dir den Spaß dir an. Ich hasse solche. Die Flanke ist unterwegs. Das Ziel, Dembaba. Ich hasse solche Leute, die nur aufs Tempo spielen, Junge. Soldado. Rita? Heißt der wirklich Rita? Juan Fran. Rita. Fucking Chamberlain. Alter, der voll die... Guck dir an, wie scheiß schnell der ist. Das ist voll krass. Genau, den würde ich jetzt am liebsten richtig reinrutschen. Und jetzt hat sie die Chance. Du musst ihn reinrutschen. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Jetzt schon. Ich hasse ihn jetzt schon. Der stinkt jetzt schon voll noch gut. Wie der schon spielt. Guck, der spielt die ganze Zeit einfach nur auf seine Außen. Die ganze Zeit. So spielen die Kacknoobs. Immer der gleiche Spiel. Ja, die ganze Zeit macht das gleich. Kann ich mit dir wetten. Ja, schon toll. Hält er natürlich. Easy peasy für den. Der hat zum Frühstück welche Pässe. Oh, man will jetzt unten auf die Flanke spielen. Ja, mach ich. Ich hab da nichts dagegen. Oh, wollen wir wieder oben auf die Flügel spielen? Ist ja gar nicht immer das Gleiche oder so. Ne? Und jetzt spielt er wieder nach oben. Ist was Neues. Das nennt der Abiturient antizipieren. Oh, er liest die Situation und schnappt sich der Spiegel. Marcelo. Oh, hab ich die Schule verarscht? Nochmal laut. Oh, die Schule verarscht. Ja, der Arme, ne? Oh, was ein Pass! Und, Flanke! Und, komm! Ah! Kommen Sie bislang ganz gut zurecht. Scheiße! Pedro! Ja! Und, Schuss! Ja! Und jetzt zeige ich dir meinen geilen Jubel. Olle! Geil, ne? Das war kein Flickflack, du Spasti. Das war Rückwärtshalte mit doppelter Schraube, Junge. Mit doppelter, sonst würde er kaum wieder mit dem Flickflack landen. Ja, ich bin richtig gemein. Aber ich bin auch gemein zu ihm. Oh, er spielt wieder nach oben, damit rechne ich gar nicht. Das habe ich jetzt schon vorhergesehen, weißt du? Weißt du, das Problem an so Pace-Movies ist, dass du die irgendwann einfach voll leicht berechnen kannst. Ach, spielen wir nach oben? Oh lol, der hat nicht nach oben gespielt. Tja, dein Stürmer kann leider nicht. Der braucht wieder abwechseln. Das einzige Problem an seinem Team ist nur, dass er nicht dafür vorgesorgt hat, wenn man sich auf ihn einstellt. Lauf! Meine sind aber auch nicht schnell. Ja, meine sind halt schnell einfach, weißt du, meine müssen schnell sein bei einem... Ich spiele mit Flügeln, die müssen schnell sein. Aber der spielt mit so verkackt. Weißt du, 75 und hat wahrscheinlich ein Tempo von 300.000. Mindestens. Guck, der rennt einfach nur durch und schießt ein verrücktes Tor. Kotzt an.
kotzt einfach an. Ich werf mich auf den Boden. Okay, ich kann noch einen Behinderten. Guck, der rennt einfach nur. Der ist einfach nur am Rennen. Oh, verarscht. Oh, verarscht. Und das ist mit sehr viel Gefühl, das ist intelligent gemacht, ins untere Eck geschätzt. So, geile Flanke. Rechnet er mit? Mache ich aber nicht. Sollte ich aber, weil er mir sonst nicht anbietet. Ich bin scheiße und so schnell, dass ich nach Kot riech. Lol, was war das? Scheiße. Ich hasse den Speicher. Geil. Einwurf. Da ist mir mein Rohrstöpsel hier. Oh. Vita. Nein, das machst du bitte mit. Ich bin eine Pelzhuhn. Und das sieht nach einer guten Torschance aus. Boah, ohne Witz, wie kann man sich nur so scheiß Spieler holen, die einfach nur rennen können? Weißt du, das sind so Spieler, die rennen und fallen dann vom Tor um. Ja klar, spiel ich gerade online. Ja, was meinst du, warum du nicht mitspielen kannst? So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Marcelo. Okay, den hab ich. Und Marcelo läuft. Nein! Ah. Marcelo. Oh, was eine Flanke ist aus der Dreh. Geht. Oh, ich fahre. Zweikampf auf den Ballbesitz. Ich spiele auf meinen schnellen Spieler. Damit habe ich fast nicht gerechnet. Nee, soll ich gleich mit mir spielen. Oh, tut mir leid. 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 So, zeig. Alter, der hat sogar die Außenverteidiger so richtig scheißschnelle. Boah, Junge, solche, weißt du, die sollten verboten werden bei FIFA. Oh, schlechte Zweikampf. Gib mir doch rot. Gib bitte rot. Ich wünsche mir dieses Foul sieht er gelb. Gelb ist nicht so schön. Ganz eindeutig, nee, der Angriff galt mehr dem Gegner als dem Ball. Da gibt es überhaupt keinen Grund für Diskussion. Oh, ich spiele nach oben. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Wirklich, also fast nicht mit gerechnet. Ich habe vorher vom Bildschirm gesprochen. Jetzt hast du Morten. Oh, der spielt nach oben. Damit habe ich wieder nicht gerechnet. Jetzt. Ein direkter Ball, der wohl zu Demba Ba gehen soll. Jorge, sicher, was war das denn? Ja, ich hab so einen komischen Spieler, ich kann nur... Kann er diese Eingabe verwerten? Wieso hechtet der sich so rein, der Ball... Ja, ist von der Engine vorgespielt. Ich muss ja gucken. Oh, hast du damit gerechnet, dass ich da langlaufen kann? Dann trudelt der Ball frei. Und jetzt haben wir den Pausenstand. 1-1. Ah, Saison geht. Ich bin der Kommentator. Diese beiden sind... Ausgeglichen, das drückt sich ja auch im Ergebnis aus. Ich würde sagen, geht in Ordnung. Ein bisschen mehr nach vorne riskieren. Ich werde natürlich noch gewinnen, aber das weiß er natürlich noch nicht. Ja, also die ich wollte ihm ein bisschen Spielraum lassen, weil er hat so eine tolle Mannschaft. Wenn ihr mal sehen würdet, wie ich nicht in der Aufnahme spiele, weißt du, dass der Gegner erst 6 Tore schießt und dann kommt. Jetzt pass auf, er spielt auf sein langes Spiel, auf sein schnelles Spiel. Pass auf. Oh, er hat auf sein schnelles Spiel angespielt, damit habe ich nicht gerechnet. Er passt hoch zu seinem schnellen Spieler. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Alter, was ein Waschlappen. Was ein Waschlappen. Wie kann man nur so scheiße spielen? Das sieht nach einer guten Torschance aus. Ja, immer noch besser. Schönes Stellen. Nein, noch nicht mal. Das hat einfach keinen Skill. Ich habe das vorher gesehen. Pedro. Und geiler Seitenwechsel einfach nur. Marcelo. Damit hat keiner gerechnet. Damit auch nicht. Pedro. So, ja, dann bin ich. Ich lauf da lang. Ich lauf da lang. Ich spiel auf meinen schnellen Spieler. Ich kann gar nicht. Das wundert mich jetzt. Nicht seine starke Seite ist auf jeden Fall links. Und Schuss! Yeah, ich hab nur die Seite. Deswegen kann man noch rechtzeitig. Alter, ohne Witz, ich hasse solche Speed Moves. Ach, Scheiße. Oh, er spielt auf seinen schnellen Spieler. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja was Neues. Hab ich gar nicht. Also, Achtung. Bam, warte, Pass. Oder denke, ich schieße. Mach ich aber nicht. Ich schieße erst jetzt. Bam, was eine Kiste! Das ist geil einfach. Alter, wie geil war das, Alter. Der hat halt einfach einen Schuss drauf, nimmt ihn an
legt ihn sich einmal rüber. Boah! Weil, was halt sein Problem ist, von dem Typen da, von dem Speed. Ich nenne ihn ab jetzt einfach. 90. Was? Ja und? Soll er halt. Der heißt schon Racer. Hä? Anderson. Ratzohr. Und lauf! Soldado. Oh, das war ein bisschen weit. Pass auf, der spielt nach unten. Ich darf ihn nur nicht über die Flügel kommen lassen. Okay, dann komm. Den kriege ich auch runter. Ich hab den Spieler. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Guck mal, wie schnell der ist. Das ist so lappig. Oh, mein Tor ist auch der geilste. Deswegen hat er den Halter. Oh, hast du gedacht, ich laufe? Nee, ich bin nämlich keine Pace-Hure, die sowas hier macht. Ja, lass ihn doch durch. Du bist scheiße spielen. Warum lässt du ihn nicht durch? Vita. 58. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Hey, wir haben 59 Minuten. Oh, hast du gedacht, die Spieler runter? Mach ich auch. Ich hab so eine scheiß Space-Move. Petros. Sie treten hier wirklich als gutes Team. Bam, schade. Da stand ich eigentlich schon. Schon so ein Special. Ich kann alles jetzt schon sagen. Ja. Das könnt ihr euch, wenn ihr uns 5 Euro spendet, könnt ihr euch auch ein Special holen. Das gibt es ja auch. Auf jeden Fall gibt's. Oh, hast du gesehen, wie ich ihn verarscht habe? Bam! Alter! Bam! Voll daneben! Hat der einen Schuss drauf? Nein, wenn er richtig zum Ball steht, nicht. Wie ich den verarscht habe, ne? Einfach mal stehen bleiben. Einfach mal stehen bleiben. Das ist die Devise. Gegen das Case frühe Störung ist gelobt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ball. Ja, das dauert mit YouTube-Zeit und sowas. Ich hab ne Case und lauf einfach da oben. Ich finde das Bild das Timing so nicht gestimmt, deswegen abseits. Oh, hast damit gerechnet, warst du zu langsam. Vielleicht schnellere Spieler holen. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Einmal zwei Scheiße. Spieler, wer kriegt die? So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Boateng. Es steht 1-2, ich sollte es nicht so locker nehmen. Der Boateng. Oh, lauf ich mit. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Oh, tut mir aber leid. Das muss es sein. Kommt dann auch noch zur Flanke. Und kann er diese Hereingabe verwerten? Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Nein. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Ja, spiele ruhig auf Zeit. Dann. Können die Partie noch für sich entscheiden? Jetzt richtig den Moment auf Zeit spielen. Nicht mehr. Oh, es hat ausgelaufen, es hat blöd. Piqué. Oh, hast du nicht damit gerechnet, dass er zurückspielt? Och, du lieber, liebes Bisschen. Das Bällchen läuft hier hin und her. Oh, haben genau die Spieler verarscht. Das, was die Spieler wollen. Oh, der war nicht so gut. Der Baba. Der Baba, ich hab's nicht. Vogel da vorne. Das sind so Noobs, ey. Die würde ich am liebsten lassen. Alle in irgendwo hinsperren. Langsam oh, kann er sich ist der leider zu schnell für mich. Und hat er zu... What? Ja, genau! Hast du gesehen, wie er mit dem Spieler gewechselt hat? Das war die geile FIFA-Engine, weißt du? Geil, weißt du? Der hat mir im Kopfball richtig geil einfach. Geil, weißt du? Das ist der Lohn der guck, hier ist der Spieler. Und der wechselt mir plötzlich. Hat 11 Meter, das war ein Tor. Wunderschön, ja. Diese Hereingabe. Ach komm, ja. Der weiß nicht, der wird einfach dafür. Oh, das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. Ja. Oh, hast du damit gerechnet? Nein, schade. Ich muss ein bisschen mehr mit Schutz spielen.
Ich bin nicht so. Versuch's zumindest. Da liegt er doch. Das sieht gut aus. Vielleicht reicht's doch noch zum Siegtor. Nichts reicht zum da Siegtor. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Soldado. Ja. Oh, ist der frei. Nein, Alter, das kann doch nicht sein. Woher weiß der das denn? Woher hat er jetzt gewusst? Hast du es gesehen? Woher weiß der denn? Einen Punkt. Gar nicht so schlecht. Oh Mann, was eine Scheiße. Leute, so Leute, Alter, so Spieler, ne? Das sind einfach das Behindertste, was es gibt. So macht FIFA richtig Spaß. Und mit diesen tollen Worten der Freude und der Euphorie verabschiede ich mich dann von euch. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis, tschüss.